große Ziel ist ja irgendwie zu digitalisieren, was am Bau immer noch so ein bisschen hinkt. Oft weil vielleicht eine Unwissenheit da ist oder der Generationswechsel noch nicht stattgefunden hat. Und hier kann man sich halt so ein, sag mal, das Eis brechen und mit der Technologie in Berührung kommen. Wir haben einen riesengroßen Aufholbedarf, was das Thema produktive Baustellen angeht. Und wir haben einen riesengroßen Aufholbedarf, hier die entsprechenden Fachkräfte in die Branche zu bringen und zu zeigen, dass die Bauindustrie ein spannender Arbeitgeber sein kann. Ich denke, durch Corona haben wir ein bisschen verlernt, dass wir uns auch treffen können, dass ein direkter Kontakt was ganz anderes ist, als nur mal auf eine Webseite zu gehen. Mit Leuten reden ist durch nichts zu ersetzen. Generell ist es immer super, ganz nah bei den Kunden zu sein, zu verstehen, wie die Anforderungen sind. Und dafür sind solche kleinen Events natürlich super, vor allem wenn es dann auch Networking-Möglichkeiten gibt. Aber es ist auch klasse, mal andere Anbieter kennenzulernen, wie die ticken, welche Lösungen die den Kunden anbieten. Kombination mit diesen Kurzvorträgen und dann zwischendurch die Stände besuchen zu können. Also finde ich sehr gut, man hat einen guten Überblick. Ich finde, das ist auch ein bisschen familiärer jetzt. Man kann direkt mit anderen Leuten direkt Kontakt verknüpfen. Das persönliche Gespräch lässt auch zu, dass man die Fragen gezielter stellen kann und auch gezielter beantwortet bekommt. Interessant, spannend, aufschlussreich. Eben jetzt auch hier am Ende nochmal die lockere Atmosphäre zusammenzusitzen oder zu stehen und sich einfach über die Branche, über die Entwicklung und alles, was damit zusammenhängt, auszutauschen. Aber im März wollen wir natürlich dann die Erfahrung, die wir heute machen, umsetzen, das Format weiterentwickeln und schauen, dass wir eben das Angebot möglichst attraktiv machen.